Die meisten Leute haben sich mindestens einmal in dieser Extremsituation befunden. Du musst los, aber dein Handy-Akku ist buchstäblich am Sterben. Du merkst, dass du es sofort aufladen musst. Hier sind 12 Fehler, die dich daran hindern könnten, dies so schnellstmöglich zu tun. Denke daran, auf Abonnieren zu klicken und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, um dich uns auf der Sonnenseite des Lebens anzuschließen. Wir zählen runter von Nummer 12. Du lädst dein Smartphone nicht durch eine Steckdose. Das Aufladen eines Smartphones von einem Laptop über USB ist zweifellos äußerst bequem. Schließlich kannst du im Internet surfen, während du gleichzeitig den Akku deines Telefons fütterst. Aber es ist falsch, wenn du dein Handy schnell aufladen musst. Es dauert bis zu einer Stunde länger als bei der Nutzung einer Steckdose. Ein weiterer Vorteil beim Aufladen deines Handys über eine Steckdose ist, dass du dich für eine tragbare USB-Notstrombatterie mit integriertem Ladegerät entscheiden kannst. Ein großer Vorteil dieses Geräts ist, dass es das Telefon zuerst auflädt und erst danach den tragbaren Akku. Nummer 11. Du lädst deine tragbare Powerbank nicht. Wenn du keine tragbare Powerbank hast, solltest du den Kauf in Betracht ziehen, denn sie ist eine großartige Investition. Dieses Gerät ist äußerst hilfreich, wenn du das Haus schnell verlassen musst, aber plötzlich feststellst, dass dein Handy-Akku sehr schwach ist. Die Sache ist, dass Akkupakete viel schneller aufgeladen werden können als Smartphones. Lade deine tragbare Powerbank 10 bis 15 Minuten lang auf, bevor du los musst. Werfe sie in deine Tasche und verbinde dein Smartphone mit dem Gerät für ein schnelles Aufladen deines Mobiltelefons. Nummer 10. Du benutzt keinen angemessenen USB-Adapter. Du brauchst einen Adapter, der genauso viel Strom verbraucht, wie dein Telefon verträgt. Manche Smartphones verfügen über eigene Wandadapter, aber du kannst auch andere Modelle mit ähnlichen Funktionen verwenden. Wenn du dich jedoch für einen falschen Adapter entschieden hast und der Adapter zu schwach ist, dann kann es sein, dass das Smartphone das Laden verweigert oder dies extrem langsam vornimmt. Wenn dein Telefon über eine Option zum schnellen Aufladen verfügt, solltest du außerdem prüfen, ob der Adapter, den du verwendest, diese Funktion unterstützt. Wenn du feststellst, dass dein Adapter nicht dafür geeignet ist, dann suche nach dem erforderlichen Adapter. Sie kosten etwas Geld, aber es wird dir sicherlich viel Zeit sparen. Nummer 9. Du prüfst immer wieder deinen Akkuladezustand. Das Aufleuchten des Bildschirms deines Smartphones ist ein sicherer Weg, um den Akku so schnell aufzubrauchen wie durch die Nutzung des Internets. Wie du vielleicht bereits erraten hast, solltest du das auch nicht tun, wenn dein Handy gerade lädt. Indem du nervös den Ladezustand deines Akkus prüfst, beschleunigst du den Vorgang keineswegs. Aber wenn du wirklich ständig Zugang brauchst, dann reduziere die Bildschirmhelligkeit auf ein Minimum. Nummer 8. Du schaltest Features nicht aus, die du momentan nicht brauchst. Wenn du es eilig hast, kannst du vielleicht vergessen zu prüfen, ob du unnötige Applikationen auf deinem Smartphone geöffnet hast. Wi-Fi, GPS und Bluetooth nutzen nur den Akku deines Telefons und verlangsamen den Ladevorgang. Deshalb solltest du alle Funktionen schließen, die du aktuell nicht brauchst. Und versichere dich auch, dass dein Smartphone keine Apps aktualisiert oder Backups durchführt. Nummer 7. Du schaltest den Flugzeugmodus nicht ein. Wenn dein Smartphone eingeschaltet ist, benötigt es viel Energie, um zu funktionieren. Auch wenn du denkst, dass dein Handy beim Deaktivieren des Displays keine Energie mehr verbraucht, stimmt das nicht. Dein Gerät versucht ständig verschiedene Aufgaben auszuführen, von der Suche nach dem nächstgelegenen WLAN-Signal über das Ausführen von Updates bis zum Abrufen von Chatnachrichten. Und je mehr dein Smartphone in diesem Moment arbeitet, desto langsamer wird es aufgeladen. Wenn du weißt, dass du längere Zeit keine dringenden Anrufe erwartest, aktiviere den Flugzeugmodus deines Telefons. Dadurch wird kein Akku verschwendet und die Batterie wird ziemlich schnell aufgeladen. Nummer 6. Du nutzt keinen Batteriesparmodus.
Dieser Modus ist praktisch, wenn du dein Telefon so lange wie möglich eingeschaltet halten möchtest. Aber nur wenige wissen, dass das Einschalten dieses Modus den Ladevorgang der Geräte auch erheblich beschleunigen kann. Um diesen Modus zu aktivieren, öffne Einstellungen, Batterie und Batteriesparmodus bei Android-Telefonen oder Energiesparen für iOS. Nummer 5. Du entfernst die Hülle nicht. Entferne die Hülle von deinem Smartphone, bevor du es zum Aufladen anschließt. Überraschenderweise laden viele Telefone schneller und effektiver auf, wenn du die Hülle abnimmst. Wenn du beim Aufladen deines Telefons bestimmte Hüllen dran lässt, kann dies zu einer übermäßigen Erwärmung deines Geräts führen. Wenn du also das Gefühl hast, dass dein Smartphone beim Aufladen zu heiß wird, versuche die Hülle zu entfernen. Nummer 4. Du lässt es warm werden. Oh oh. Der vorstehende Punkt steht in enger Verbindung zu diesem Punkt. Du solltest dein Gerät beim Laden nicht zu heiß werden lassen. Versuche es an einem kühlen Ort aufzuladen. Lass dein Handy nicht in einem heißen Auto oder in direktem Sonnenlicht laden. Wenn du eine tragbare Powerbank verwendest, solltest du dein Smartphone nicht in deiner Hosentasche oder Tasche aufladen. Wenn du den Akku nicht zu heiß werden lässt, läuft der Vorgang schneller ab. Und vergiss nicht, dass du den Akku dauerhaft beschädigen kannst, wenn du das Gerät in einer zu warmen Umgebung auflädst. Nummer 3. Du verwendest eine kabellose Aufladung. Das kabellose Laden ist sicherlich sehr praktisch. Immerhin musst du dich nicht um all diese Kabel kümmern. Doch kabellose Ladegeräte können den Akku deines Telefons nicht so schnell aufladen wie herkömmliche kabelgebundene Ladegeräte. Wenn du nicht unter Zeitdruck stehst, kannst du alle Vorteile des kabellosen Ladens nutzen. Wenn du es aber eilig hast, solltest du das gute alte Ladegerät verwenden. Nummer 2. Du hältst deinen Akku nicht in Stand. Wenn du den Akku regelmäßig wartest, verlängerst du die Lebensdauer deines Akkus. Außerdem hast du keine Probleme mit der Ladegeschwindigkeit. Am wichtigsten ist, dass du den Akku deines Smartphones mindestens einmal pro Monat komplett leer gehen lassen solltest. Der Grund sind die Elektronen einer Batterie auf Lithiumbasis. Diese kleinen Jungs müssen von Zeit zu Zeit aktiv werden. Deshalb solltest du den Akku deines Telefons zu 100% aufladen und dann alle 30 Tage vollständig entladen. Nummer 1. Du glaubst an magische Mittel, die dein Handy innerhalb von 10 Sekunden aufladen. Das Internet ist voll von Artikeln und Videos über eine Methode, die dein Smartphone angeblich innerhalb von nur 10 Sekunden von 2% auf 100% auflädt. Dir wird gesagt, dass du lediglich dein Gerät, eine Steckdose und ein Stück Aluminiumfolie brauchst. Du sollst dein Telefon in die Folie einwickeln, so dass nur der Ladeanschluss sich außerhalb befindet. Danach verbindest du dein Smartphone einfach mit dem Ladegerät, schließt es an und zählst bis 10. Sie sagen, dass der Akku deines Handys in dieser winzigen Zeit voll sein wird. Leider ist die technologische Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten, und diese weit verbreitete Methode, dein Handy in 10 Sekunden aufzuladen, ist nichts anderes als ein Mythos. Aber wahrscheinlich hast du es probiert und hat es funktioniert? Wenn ja, schreibe über deine Erfahrungen in den Kommentaren unten. Kennst du noch andere Möglichkeiten, um dein Smartphone schnell und effektiv aufzuladen? Zögere nicht und teile deine Empfehlungen in den Kommentaren. Klicke auf den Like-Button, teile dieses Video mit deinen Freunden und abonniere diesen Kanal, um dich uns auf der Sonnenseite des Lebens anzuschließen.